Jetzt kennt ihr ja schon die Grundlagen des Calliope Mini. Im letzten Video haben wir uns ein automatisches Rücklicht gebastelt. In diesem Video basteln wir uns einen Temperatursensor, der uns auf der Matrix, also auf dem Display der Calliope Mini, die Außentemperatur oder Innentemperatur anzeigt, je nachdem, wo der Calliope halt so rumliegt. Hier bin ich jetzt noch in meinem alten Programm von OpenRoberta. Das muss ich jetzt halt speichern, damit ich auch später noch drauf zugreifen kann. Dafür klicke ich hier oben einmal auf Bearbeiten, klicke hier auf Speichern unter und gebe ihm den Namen Rücklicht zum Beispiel, dass ich es dann auch wieder finden kann. Gehe einmal auf OK, gehe jetzt hier wieder drauf und klicke hier auf Neu. So, und jetzt kann ich mit einem neuen Programm anfangen. Genau wie beim letzten Programm nehmen wir hier wieder bei Kontrolle Wiederhole unendlich oft, weil wir wollen ja bei einem Temperatursensor, dass der regelmäßig die Temperatur abfragt. Dann gehe ich hier auf Aktion und wähle aus Zeige Text, ziehe das hier rein. Und jetzt möchte ich ja nicht, dass er den Text Hallo zeigt, sondern ich möchte mir, dass er den Wert des Temperatursensors zeigt. Deshalb gehe ich hier hinten auf diesen Hallo-Block und lösche den einfach raus. Und jetzt gehe ich hier auf der linken Seite auf Sensoren. Und hier finde ich dann zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, sondern genau das, was wir wollen, gibt den Wert des Temperatursensors. Das Problem ist jetzt, ich will ja nicht ständig, dass er den Temperatursensor abfragt, sondern er kann ruhig mal so 2 Sekunden pausieren, bevor er den wieder abfragt. Das spart nicht nur Energie, sondern macht auch ja die Benutzung ein bisschen einfacher. Deshalb gehe ich hier auf Kontrolle und nehme den Wert Wartmillisekunden, den kennen wir schon aus dem letzten Video, und den stelle ich jetzt auf, sagen wir mal 2000 Millisekunden, und damit wartet er immer 2 Sekunden, bevor er den Wert wieder abfragt. Das können wir jetzt wieder in der Simulation testen und dazu klicke ich einfach auf Play und jetzt läuft hier der Wert 25 durchs Bild und das macht er jetzt alle 2 Sekunden, bis ich halt die Temperatur ändere, dann würde da ein anderer Wert stehen. Ich kann mir hier auch die Sensoren einblenden lassen und da sehe ich auch, dass 25 Grad angezeigt wird. Und das Ganze übertrage ich jetzt wieder auf meinen Calliope Mini. Hier wieder nicht vergessen, wir müssen hier eine Zahl wählen, also welches Programm das sein soll. Ich nehme jetzt hier Programm 3 und ich nenne es Temp für Temperatur als kleine Abkürzung. Jetzt müssen wir wieder kurz warten, bis das Ganze übertragen ist. Wie gesagt, Calliope Mini ist nicht besonders schnell. Und wir schauen jetzt, ob das auch in der Realität funktioniert. Das richtige Programm in der Calliope Mini wählt ihr aus, indem ihr oben den Reset-Knopf lange drückt und dann die Nummer des Programms auswählt. Das überspringe ich jetzt in diesem Video, das habe ich euch in den anderen Videos schon gezeigt, wie das funktioniert. Bei mir ist jetzt wieder Programm 3 und wenn ich das starte, sehe ich eben, dass er auf dem Display die 25 anzeigt. Der Temperatursensor ist Teil des Prozessors und auf den Prozessor halte ich einfach mal meinen Finger drauf. Und damit sehe ich dann, dass die Temperatur von 25 Grad auf 27 Grad steigt. Machen wir noch die Gegenprobe. Ich habe den Calliope Mini mal in den Kühlschrank gelegt und da zeigt er mir dann 14 Grad an. Unser Programm hat also wieder funktioniert.